Bunt, stylisch, lecker. Einweg-E-Zigaretten erleben gerade einen Hype. Doch so harmlos, wie sie in den Kiosken zwischen Softdrinks und Kaugummis anmuten, sind sie gar nicht. Vor allem für junge Menschen sind die sogenannten Vapes interessant, auch wenn sie offiziell erst ab 18 Jahren erhältlich sind. Sie werden von Influencern beworben, stinken nicht und schmecken nach Erdbeer-Banane, Cola oder Wassermelone. Das Problem, die Langzeitfolgen sind noch nicht erforscht. Dass die Vapes krebserregend sind, kann nicht ausgeschlossen werden. Auch die WHO warnt davor und einige Länder haben E-Zigaretten sogar schon verboten. Laut WHO wollen Tabakfirmen damit eine neue Generation an den Haken bekommen. Denn in den meisten Vapes ist Nikotin drin und davon gar nicht mal so wenig. 40 Milligramm pro Einweg-E-Zigarette. Und selbst bei Produkten, die laut Verpackung kein Nikotin enthalten, kann man sich nicht sicher sein, warnt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Weil die Liquids häufig aus China stammen, unterlägen sie keinen Produktkontrollen. Dazu kommt der Müll. Wusstet ihr, dass 6 Einweg-Vapes die Akkukapazität eines Smartphones haben? Während Smartphones aber im besten Fall jahrelang genutzt werden, sind die Einweg-E-Zigaretten nach etwa 600 Zügen reif für den Wertstoffhof, wo sie aber nur selten landen. Bunte Vapes sind also alles andere als harmlos, auch wenn Influencer und Produzenten uns das gerne glauben lassen wollen.